Nach meinem kleinen Nervenzusammenbruch in Folge 17 zum Thema dieses Level ist so ultimativ scheiße, namentlich der Library, melde ich mich hier zurück in Folge 18 mit Halo Anniversary hier auf Magus and More LP. Ja, mal sehen, wie scheiße das Level noch werden kann. Ich habe es als richtig beschissene Erinnerung und bisher hat sie auch ganz gut angefangen. Das neue Dateiformat hat bisher ganz gut funktioniert. Also, ich werde es jetzt einfach mal beibehalten und hoffe, dass das für weniger Probleme sorgt. Ich glaube, es hackt. Klar, irgendwie war es ja zu erwarten, aber ernsthaft? Was soll das denn? Geht's noch? Ich hab faktisch keine Munition mehr. Was soll das denn? Geht's noch? Aber wenigstens habe ich ein paar Rounds aufgesammelt. Da so ein Schrotflinten-Assi. Yay! I did it! Boah, Alter! Wie unfair kann denn ein Spiel noch werden? Und ich hatte keine Haftgranate mehr. Kopf zu! So. Ach, du bist mal wieder da! Ja. Oh, da hinten ist die Tür offen. Warum kann ich nicht einfach hier hoch? Warum? Warum muss ich diese Scheiße hier mitmachen? Survival as a race was dependent upon it. I am grateful to see that some of them survived to reproduce. Was? Du bist auch noch dankbar, dass die Assis überlebt haben? Das ist ja, als würde man sich freuen, dass RTL weiterhin so ein niveauvolles Programm macht. Maul halten! What is a good idea? Has somebody shitten in your head? Maul halten! Maul halten! Ah, auch noch einer hinter mir. Was soll das denn? Scheiße. Super! Hey! Alles toll! Ich hasse es! Wer macht so scheiß Trigger-Design? Wer sowas macht, gehört einfach nur geschlagen! Alter! Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, hold your position. Klar. Das auch noch. Logisch. Checkpoint dann. Ja. Schön. Ich sehne noch irgendwo irgendwelche Zombies runterfallen. Zombor, der Ultra-Zombie. Ich hasse euch. Alle. Abgrundtief.
Nerv mich nicht. Ja, ich bin hier einfach durchgelaufen. Das langt ja. Ach, Lebensenergie. Ach ja. Ja, er macht wenigstens dazu. Schön. Nicht so schön. Was ist denn das für ein komisches Ventilationssystem? Dass hier überall Gegner durchlaufen können. Ich glaube, es hakt. Zombor, der Ultra-Zombie. You picked up the health pack. Mach doch endlich diese Scheißtür auf. Tu was für dein Geld. Ja, endlich. Auf, schneller. Ich will hier raus. Will hier weg. Gott sei Dank. Ja, ich hab ganz sicher nicht vor, irgendwie rumzududeln. Halt die Fresse. Mann. Gott, und da heißt, spielen ist entspannt. Wer sowas sagt, gehört gesteinigt. Boah, Gott sei Dank. Nächster Aufzug. Wie viele kommen? 7 Stück noch? Oder bin ich jetzt endlich oben angekommen in diesem Scheißgebäude? Key to Super Weapons. Yes! Yes, wir sind im Kapitel angekommen, wo wir nicht mehr weiter nach oben müssen. Endlich. Es kann nur noch aufwärts gehen. Maul halten. Maul halten. Alle. Niemand mag euch. Insbesondere euch nicht. Vor allem, was ist das? Ernsthaft? Die verbrennen die und dann bleiben ein paar übrig? Was soll das denn? Wer baut sowas? Da verbrenne ich die doch... Nicht mich verbrennen! Verdammte Axt! Mann! Ich kann meinen Nachbarn denken inzwischen... ich stehe kurz davor, vor der Einweisung in die Klapse. Wie stehe ich das inzwischen auch? Och nö, nicht schon wieder Untergrund. Brauche ich jetzt nicht unbedingt gerade. Ach, wie abwechselnd diese Räume auch gebaut sind. Echt jetzt? Maul. Niemand mag solches Popcorn. Was zum Henker? Ich will hier einfach nur noch raus. Ernsthaft? Ach, meine Gehilfen sind mal wieder da. Haben wir auch mal wieder den Weg gefunden, ne? Wie hält er denn aus? Und die Tür hättest du nicht aufmachen können, hä? Dass ich einfach da durchgekommen wäre, ne? Da kommen zwar die Gegner durch, aber ich muss hier mal wieder warten, dass der Herr arbeitet. Klar. B
Bin ich's Arbeitsamt oder was? Warum muss ich eigentlich immer die ganze Arbeit machen? Und ihr könnt mir glauben, dieses Let's Play ist Arbeit. Okay. Sag mal, hat er bald mal diese Scheißtür offen? Geht doch. Bitte nicht schon wieder in den Untergrund. Gott sei Dank nicht. Was haben wir hier? Weg hier. Hier liegen irgendwelche Einzelteile von den Flat rum. Super. Hat mein Innenarchitekt in die Butze. Maul halten. Wenigstens tut es Popcorn an sich nicht so weh. Das ist schon mal ein Vorteil. Sag mal. Ernsthaft, wer baut so eine Einrichtung? Die konnten teleportieren. Warum teleportiert er mich nicht gleich dorthin? Oh, schön, wir haben gerade gesagt bekommen, so viele Menschen wie ihr sind, das würde die Flat nur intelligenter machen. Super. Je länger wir warten, desto intelligenter wird das Kackviech, soll ich auch noch. Hä? Zum. Hä, wo müssen wir denn hier lang? Sag mal! Hä? Wo hab ich denn hingemusst? Ernsthaft? Aber hier war die Richtung noch okay. Okay. Da ist auch noch okay. Hier geht nur die eine Richtung. Naja, ist gut. Ja, ja, baut doch mein Raumschiff wieder zusammen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Na? Das wird immer mehr Popcorn. Da ist die Tür. Da will ich rein. Machst du es auch auf? Schneller. Was soll das denn? Wer baut sowas? Ich mach doch nicht eine Sicherheitstür auf, nur um dann das ganze Viechzeug rauszulassen. Ja. Das sieht doch gut aus. Wie viele kommen da noch? Das ist ja schlimmer als in Uncharted. Wo die Gegnermassen zum Teil schon absurde Mengen annehmen. Hallo? Steht auf meiner Stirn, verarscht mich doch alle? Nein! Warum? Ich will nur noch weinen. Ja, sprengt euch alle in die Luft. Damit ihr alle drauf geht. Ja, das ist super. Mir ist alles von diesem kleinen Zeug. Maul.
Korb zu. Vor allem, was ist das für ein Viechzeug, dass da zwei Schläge reichen, dass ich sofort tot bin? Ich will nicht mehr. Gott! Weil ich glaube, dass hier eine Maximalanzahl an Gegnern tatsächlich vorhanden ist. Also an der Stelle spawnen die, glaube ich, nicht nach. Wenn, dann wäre es zumindest richtig, richtig assi. Ich halte mich jetzt einfach gar nicht hier mit irgendwas auf. Ich töte einfach nur noch. Das erscheint mir als sinnvoller. Einfach durchrennen. Granate noch hinwerfen. Boah. Warum wieder nach unten? Warum sind wir dann überhaupt hoch? Warum? Ernsthaft? Seht ihr jetzt, was ich meine? Der hätte einfach den Fahrstuhl holen können. Hätte einfach unten warten können. Ja, das ist alles. Guck mal, der kann auch hier drin teleportieren. Hier drin auch. The Library. Ich hab sie geschafft. Und sie hat mich geschafft. Ganz ernsthaft. Ich möchte nur noch weinen. Gott, dann nehme ich heute Abend Freelancer mit Knaus auf. Wenigstens irgendwas Normales. Aber ab jetzt wird das Spiel wieder echt in Ordnung. Es sind zwar noch unfaire Stellen dabei, aber ab jetzt ist es halt auch wieder okay. Ganz ernsthaft. Ja, ist richtig. No, nothing. Splendid, shall we? Ja, den Raum kennt er natürlich. Unfortunately, my usefulness to this particular endeavor has come to an end. Protocol does not allow units with my classification to perform a task as important as the reunification of the index with the core. That final step is reserved for you, Reclaimer. Okay. Ja, wir fahren Halo hoch. Oder auch nicht. Oh, really? What? I've spent the last 12 hours cooped up in here watching you toady about, helping that thing get set to slit our throats. Hold on now. He's a friend. I didn't realize. He's your pal, is he? Your chum? Do you have any idea what that bastard almost made you do? Yes. Activate Halo's defenses and destroy the Flood, which is why we brought the Index to the control center. You mean this? A construct in the core? That is absolutely unacceptable. Sod off. What impertinence? I shall purge you at once. You sure that's a good idea? How? How dare you? Do what? I have the index. You can just float and sputter. Enough. Okay, ich bin verwirrt. The Flood is spreading. If we activate Halo's defenses, we can wipe them out.
You have no idea how this ring works, do you? Why the Forerunners built it? Halo doesn't kill Flood. It kills their food. Fuck! Humans, Covenant, whatever. We're all equally edible. The only way to stop the Flood is to starve them to death. And that's exactly what Halo is designed to do. Wipe the galaxy clean of all sentient life. You don't believe me? Ask him. Na, dann sag mal. Is it true? More or less. Technically, this installation's pulse has a maximum effective radius of 25,000 miles. But once the others follow suit, this galaxy will be quite devoid of life. Or at least any life with sufficient biomass to sustain the Flood. But you already knew that. I mean, how could you? Left out that little detail, did he? We have followed outbreak containment procedure to the letter. You were with me each step of the way as we managed this crisis. Chief, I'm picking up movement. Why would you hesitate to do what you've already done? We need to go right now. Last time you asked me, if it were my choice, would I do it? Having had considerable time to ponder your query, my answer has not changed. There is no choice. We must activate the ring. Get us. Okay, warum denkt er, dass wir dem schon mal dabei geholfen haben? I will simply find another. Still, I must have the index. Give your construct to me, or I will be forced to take her from you. That's not going to happen. So be it. Save his head. Dispose of the rest. Super, jetzt sind Halos Defense Systems auch noch gegen uns. So, aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Denn, ja, meine Nerven sind schon wieder am Ende. Das schafft dieses Spiel sehr, sehr gut. In sehr, sehr kurzer Zeit bin ich sehr begeistert von. Echt klasse. Also, tschüss, macht's gut. Bis dann Folge 19 mit hoffentlich erfreulicheren Themen. Also, tschüss, macht's gut, bis denne.